Rädern, Downhill, Freestyle, Snowboard. Das ist der Dominik Kalin bei Ninja Warrior Switzerland. Und wenn es dann nicht zum Basel schafft, komme ich nicht mehr raus. Ja, das ist ein ganz grosser Favorit für mich und das Publikum haltet es nicht mehr auf dem Sitz. Schau mal, wie der das macht. Und wir sind uns endlich gleicher Meinung, auch mein Favorit. Schau mal dem zu. Jetzt nur mal überhasten. Ah, da ist er sich nicht ganz schlüssig. Das sehen wir nachher in der Slow Motion nochmal, können wir analysieren. Und da geht er ganz ruhig an. Es bewegt sich der Unterkörper nur so viel, wie er im Kopf will. Boah. Jegliche Bewegung gibt ihm meditative Wirkung. Das heisst, je mehr er sich bewegt, desto ruhiger wird er. Und das ist extrem wichtig und gut für den Ninja Warrior Parkour Switzerland. Da bekommst du Muskelkater vom Zuschauen, was der Dominik da macht. Nimm die Beine rauf! Oh ja, hey. Ja, alles gut gegangen. Nein, auch wenn der Schuhbändel reinkommt, ist er draus, oder? Wenn er reinkommt, ist er draus. Wenn irgendetwas das Wasser berührt, ist er draus. Wobei bei ihm wäre es erst wahrscheinlich die Brust gewesen. Schau jetzt mal das an, der macht das mit einer Leichtigkeit. Das sage ich dir jetzt, Chris. Und jetzt hoch auf den Längen. Ein Panzergrenadier beim Schweizer Militär, das wollte ich auch wollen, aber sie haben gesagt, lieber nicht. Das Problem ist einfach, du wärst niemand zu dem Panzer. Ja, gut, also gut. Ja, also gut. Dominik Kalin. Wenn der Mann jetzt buzzert, ist er dabei in der Finalqualifikation von Ninja Warrior Switzerland. Und der Mann, der buzzert, geiles Sieg. Du hast den Körper, den ich gerne hätte. Du hast das Gesicht, das ich gerne hätte. Und du hast die Schuhe, die ich nie im Leben will. Was ist denn mit dir los, mein Freund? Hey, ich weiss auch nicht. Ich gehe noch ein bisschen aus der Schnauf. Aber ich bin sehr glücklich über die Leistung, ganz klar. Dank meiner Familie, dass sie da sind. Dass sie mich unterstützt haben bei meinen Trainings und allem. Ich war ein bisschen eingeschränkt, aber es ist super gegangen. Ja, und ich muss sagen, gerade beim Cargonetz habe ich gefunden, die Beine. Dass du die Beine dort nicht aufnimmst, das ist eigentlich nur feig, oder? Ich meine, ein bisschen mit Beinen, ein bisschen etwas zeigen von deinen Beinen hättest du auch können. Ich meine, jetzt haben wir nur den Oberkörper gesehen. Es ist zeitsparend und das Beintraining fällt oft aus. Kraftsparend spielt bei dem Mann keine Rolle, weil der hat Kraft. Und zwar richtig viel. Gratuliere ganz herzlich in der Finalqualifikation. Das ist der Dominik Kalin. Hier noch einmal der Vorhang, der Lift. Der Schwung, das Loslassen, perfekt. Weißt du, für einen Athlet, wie er es ist, der Dominik, sind das die schlimmsten Hindernisse. So der Vorhanglift und das Spinnennetz, das ist so schlimm für die, weil das ist das, wo sie sich nicht 100% sicher fühlen. Und jetzt kommt seine Paradedisziplin. Und das ist Klettern, Griffkraft und alles, was mit Oberkörper zu tun hat. Du siehst auch die Rückenmuskulatur total angespannt, feinfaserig. Das heisst, er trainiert auf Ausdauer, nicht nur auf grosse Muskelpakete. Und mit dem allerletzten Schwung drauf, wobei ich glaube, er hätte noch 6 von diesen Wänden haben können. Und er hat es trotzdem geschafft. Schön zum Anschauen, Dominik Kalin.